Herzlich willkommen im wunderschönen Azuria City, in der wir letzte Folge angekommen sind und zwei Todesopfer zu beklagen haben, da wir noch Randomizer unerfahren sind und keine Ahnung haben, was uns hier überall erwartet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt zu Bill. Ich glaube, das ist das Erste, was man tut. Wir haben hier Neptun, wir haben noch unser schönes Starter-Pokémon und wir haben Sand aus, Stand Sand an. Finde ich ziemlich witzig meinerseits. Los geht's. Da kommt doch hier unser bester Freund, unser das, was nicht in der Gemüsesuppe fehlen darf. Hi, Nemico! Du bist also immer noch unterwegs. Ich dachte schon, du gehst drauf. Schade, aber mir geht es bestens. Wenigstens das. Ich habe jede Menge neuer starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, du Opfer. Wahrscheinlich dümpelst du nur mit deinem Starter-Pokémon rum, denkt er, weil ich ein so schönes Starter-Pokémon gekriegt habe. Und Stern, du würde ich mir auch wünschen. Kriege ich aber leider nicht. Du Dude, kriegst eins auf deine Perle, bitte. Hab ich jetzt TM. Brauchst du noch? Kannst die originalen TM-Preise bezahlen hierfür dafür? Level 18? Alter, wie stark sind seine Pokémon? Da muss er ja aufpassen. Der ist gefährlich! Der denkt, er ist gefährlich. Er denkt, er ist gefährlich. Aber Parasect ist auf Level 15 nicht gefährlich, soweit ich das weiß. Kann er Kratzer oder so? Kratzer! Bats! Jetzt fehlt nur noch, dass er Pikachu einsetzt. Ah, er kann auch Kratzer! Aua! Parasect, finde ich, hat irgendwie einen richtig geilen Sprite hier, Mann. Guckt euch dieses Häuschen auf seinem Rücken an. Und diese leeren Augen. Blutsauger, also boah, rote KP. Ich zapf noch mal ein bisschen an dir rum und dann geht's ab. Kann aber vergessen. Quapsel, ey, das ist alles hier irgendwie. Wie viel Wasser-Pokémon gibt's in der ersten Generation? Ich habe das Gefühl, nur. Blubber, blubber, blub, 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 blub. Quapsel wurde besiegt. Habitag, sein ultimatives Starter-Pokémon. Ich hab dich schon vermisst. Okay, ich hab dich nur einmal gesehen. Ich hab dich sogar schon vergessen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habitag hat irgendwie so einen lässigen Sprite, wie er da so seitlich. Das sieht aus, als wenn er auf dem Ast sitzt. Ne, das sind seine Vogelbeine sind das doch, oder? Guckt euch das nochmal an. Spult meinen Weg zurück und hört euch mein Gelaber nochmal von vorne an. Aber das sieht doch aus, als hätte er da Vogelbeine, Mann. Auf so einen Stock sitzt, habe ich immer gedacht. Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Mhm. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Suchti bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Wow. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken, okay? Na, ich hau ab. Mach's mal gut. Mit seiner Stachelfrisur, die immer hin und her wackelt, wenn er läuft. Zack, zack, zack. Voll völlig unlogisch. Völlig unlogisch. Was ein unlogischer Boy. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen sie. Heil mich. Ach, Schwester, du heilst mich doch schon. Wenn du mich freundlich begrüßt. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Bill besitzt viele Pokémon. Er hat einen sehr seltenen in seiner Sammlung. Einige wahrscheinlich, ne? Na, was sagst du? Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? Also, er ist bestimmt Bill. Er tut nur so. Dieser Bill. Ich habe gehört, für seltene Pokémon würde er alles tun. Zum Beispiel dich ermorden. So klang das jetzt, ne? Habe ich hier schon nach dem Tausch geguckt, was der will? Ist das hier mit Raichu gewesen, ne? Ja, der wollte einen Raichu geben. Willst du deinen Raichu nicht gegen einen Gyarados tauschen? Ja, Gyarados wäre doch ziemlich geil, aber... Kein Interesse, Junge, kein Interesse.
Hier gab es auch einen Sonderbonbon hinten eigentlich, ne? Ding, ding, ding. Irgendwo gab es hier doch einen Sonderbonbon. Komm, wir finden dich. Ding, ding, ding. Oder war das in der goldenen? Das könnte natürlich möglich sein. Hallo, du sollst dich nur da in die Richtung bewegen. Okay, gut. Jetzt können wir es machen. Belieber. Das ist sehr praktisch bei einer Randomizer. Ein Belieber. Kann man gut gebrauchen. Nicht. Scheiß drauf, Mann. Das will ich mit einem Belieber. Das kann ich direkt ablegen, Mann. Jetzt mal ohne Witz. Das hätte man mal ausstellen sollen, dass man so ein nutzloses Item kriegt. Ja, wieso heile ich? Bin ich dumm? Zack. PC von Larico Let's Play. Welches Item möchtest du mitnehmen? Ich wollte keins mitnehmen, ich wollte eins ab. Wenn man einmal zu viel drückt, ne? Das geht einem richtig auf den Sack. So. Megablock kann man vielleicht irgendwie gebrauchen, keine Ahnung. Paraheiler, Elixier bestimmt auch. TM3, also die ganzen TMs bis jetzt nicht, aber vielleicht kommt ja noch mal was Brauchbares, so wie wenigstens Kreideschrei oder so. Kreideschrei geht eigentlich. Aufnehmen. Brauchen wir die Karte? Brauchen wir auch nicht. Wir kennen die ganze Gegend auswendig. Oh, jetzt geht's aber los hier. Jetzt habe ich so viel Zeit mit Labern verbracht. Das finde ich gar nicht so toll. Das können wir mal... Huch. Das war Speedrun. Ich habe mich immer gefragt, was das hier ist. Ist das ein Zaun? Sind das Silos? Ich dachte immer, es sind Silos. So. Ach doch, vielleicht habe ich doch gut geheilt. Habe ich vorher schon geheilt? Nein. Das ist die Nagelbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Oh, ich hoffe nicht, dass das was mit Glück zu tun hat, weil Glück habe ich nämlich nie. Frag Tipico. Die sind wahrscheinlich deswegen... Halten die sich eigentlich über Wasser? Neptun! Zeig's ihm! Kratzer! Tschusch. Neptun! Kratzer! Boah, das tut aber weh, du! Aber ich kratz dir den Schnabel wund! Enton! Enton! Kratzer! Wie er so zur Seite nach unten guckt und denkt: ist das meine Entwicklung? Wieso ist der so cool? Sepa, Sepa sieht aus, als guckt er dich so an, so von wegen, das ist meins, und hält so an der Seite so irgendwas, was du eigentlich so von wegen, darf ich das mal haben? Und der so, nein, das ist meins. So guckt er. Guck ihn dir an, so, Blubber, blubber, blub, blub. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Boah, Entoran gefällt mir, dafür, dass er trotzdem nur Kratzer kann. Wow, du bist gut. Warum habe ich auszusehen den Namen gerandomized? Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Aber schau mich nicht so an. Das ist eigentlich der Standardspruch. Warum guckst du mich so an? Ich bin doch lazy. Aus Lazy Towns. Marschock. Edel. Was kann der auf den Level? Karateschlag. Luca. 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 Fußkick. Ah, das zieht nichts ab. Der lässt erstmal einen fahren, das sieht man. Das macht er ja auch mit seinem Arm da. Das kam aus seinem Arm. Er wollte uns linken. Er dachte, er kann diese Furzattacke auch. Das macht er einfach mit seinem Arm. Marschock wurde besiegt. Ding, ding. Bisa-Knosp. Also alles keine Gegner für, Sand aus. Sand aus. Sand aus. Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich auch angreifen können, aber Konfusion müsste reichen, um dich zu pulverisieren. Und deine Eingeweide an die Wand zu klatschen. Oh, ekelerregend. Wo kam das denn jetzt her? Bin mal gespannt, was da am Ende für eine Spielzeit rauskommt, wenn man das immer hier so dieses... Den macht, weil dann geht das ja, ich weiß nicht wie schnell, aber hoch.
Aber es dauert ja schon, wenn man, wie ihr seht, wenn man hier so läuft, ne, das dauert ja schon die ganze Ecke, bis man da vom Fleck kommt. Zack. Weiter geht's. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Das reimt sich nicht. Du möchte gern Rapper. Ah ne, es ist ein Rich Boy. Der macht mir das Leben schwer mit Dragoran. Yo. Boah, das ist schon was anderes. Dragoran hätte ich auch gern. Donnerwelle. Jetzt kann ich fast nicht mehr bewegen und er so Agilität, obwohl er meine Initiative schon halbiert hat. Aber gut. Und dann wickelt er mich um. Wie macht das Dragoran eigentlich? Ich weiß, dass Dratini das ja kann, so, ne? Schon von Anfang an. Aber Dratini sieht ja auch aus wie eine Schlange. Wie macht Dragoran das? Mit seinem hässlich gestalteten Hals hier in dem Spiel? Guckt euch seine... Ach nee, das ist der zweite Flügel. Ich erkenne jetzt erst, dass das der zweite Flügel ist. Krasser Scheiß. Das ist der zweite Flügel und nicht sein Hals. Ich denke so, warum hat er da noch so einen langen Hals und so? Neptun, warum konntest du mir das nicht vorher sagen, du allwissendes Geschöpf? Nidorino! Was kann der? Tackle? Ja. Was frage ich eigentlich? Mist, ey, ich will Sand aus auch ein bisschen hier hochpimpen. Ich dachte, wenn er nur Giftstachel kann, ist das, wäre das schon ein bisschen besser. Weil dann ist Gift nämlich nicht effektiv auf Boden. Zumindest ist das der jetzige Stand der Dinge. Ich weiß ja nicht, wie das in der ersten Edition war. Flamara. Kratzer. Flamara hat einen übelsten Angriffswert, soweit ich weiß. 130 oder so, ne? 130 ist schon übel. Boah, ruckzucki. Neptun lässt sich aber nicht aufhalten von so einem Hoppelhäschen, ne? Geh mal weg, du. Richie Boy. Ah, eiskalt erwischt. Muss ich mich schon wieder heilen, ey? Das nervt ja richtig ab. Komm jederzeit wieder vorbei. Die Musik ist geil, oder? Die Musik hier aus dem Spiel ist doch mega. Ah, ich bin Nummer 4. Bist du müde? Wenn ihr bis 5 zählt, bestimmt, ne? Ist ja wie Schäfchen zählen, wenn ihr so nervt. Kangama! Hier, höre meins. Mein Tune ist viel besser als deiner. Boah, Kometenhieb. Kangama, was hat er eigentlich für Werte? So stark ist der eigentlich gar nicht, oder? Kennt ihr die Theorie des Kangama? Tragossus Endstufe sein sollte? Irgendwie deswegen kommen doch so ein paar Missing-No-Dinger und sowas. Weil die, statt das, die Entwicklungsreihe zu löschen, haben sie so ein Leer-Dings reingemacht. Also so ein Leer-Scheiß da. Das ist dann halt leer. Ein Platz dazwischen. Und dieser entwickelt sich dann immer zu Kangama. Und irgendwie, keine Ahnung, müsst ihr mal lesen. Das ist krass. Dann hat es quasi ein kleines Tragosso im Bauch. Und das trägt dann den Schädel der Mama. Das ist übel, oder? Jetzt zum Beispiel. Jetzt trägt es den Schädel der Mutter. Denn ich habe die Mutter gekillt. Komm schon, Sandan, du Oh, scheiße, Level 16. Sand aus! Oh, Tackle! Okay. Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Jetzt bin ich hier mit dir in EP. Die EPs werden jetzt verteilt auf alle drei. Das ist ziemlich schlecht, weil das ein mickriges Pokémon ist. Oh, schon wieder heilen? Nein, 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 wir machen das jetzt anders. Lemonade. Neptune. Wir heilen Limonade 80, ne? Oder 60? Sand aus, kommt an erste Stelle und das wird jetzt ein bisschen mittrainiert, weil wir brauchen das. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich platt. Da bin ich platt.
Denk, denk, diddle, denk, denk, denk. Boah, er ist von den Top 4. Zwei von den Top 4 schon. Ich wollte es erst versuchen, aber das macht keinen Sinn, was ich da dachte. Ich nehme einfach Mewtwo und zerfetze es. Krabby sieht auch aus, als hätte er eine schmierige Frisur. Ich weiß auch nicht. So zur Seite oder so. Ein bisschen. Ja, versteh mich nicht falsch. Krabby ist ein cooles Pokémon. In dieser Edition leider ein bisschen nutzlos, aber gut. Level 20! Ich habe die Top 4 besiegt. Das war zu viel des Guten. Du hast nur ein Pokémon, oder? Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Ich habe einen Nugget gekriegt. Okay, ich dachte, ich krieg jetzt Trank oder so. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Din, 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 din. So, wir hatten ja schon Begegnungen mit Team Rocket, auch genannt Leader in dem Mondberg. Guck mal, was der für verkrüppelte 3 Finger hat da. Meine Fresse, du Krüppelkopf. Oh, Knofensa ist nicht der richtige Gegner, guck mal. Der hat auch so, ich bewerte jetzt jedes Pokémon hier. Guckt euch diese Augen an von Knofensa, warte. Ich wechsle jetzt das Pokémon und jetzt guckt euch die Augen an. Aber wie ich das schon in den vorigen Folgen erwähnt habe, ich finde die Sprites irgendwie, die haben Charakter, ich weiß nicht. Und wieso wickelt der mich so leicht um den Finger für 1000 Jahre? Da bin ich konfusioniert. Golbat will mir mit seiner Zunge übers Gesicht fahren, aber Smokey Moody benutzt die Konfusion und schubst ihn vom Thron, Bats. Ark, du bist ein Pirat. Ich bin gut. Bei deinem Können würdest du Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Oh, hier könnte man den Mew-Trick da irgendwie machen, ne? Wenn man sich jetzt teleportiert hätte, statt gegen den zu kämpfen. Also auf Start gedrückt hätte in dem Moment. Und so weiter. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Stalker! Du kleiner Stalker! Du in... Oh, 3 von den Top 4 schon gekippt. Tauboga hat den Boga raus. Aber Neptun gibt ihm eine Faust. Sollte dichter werden. Den Stoß. Ich glaube, da noch vom Typ normal, soweit ich weiß. Aber egal, das kratzt mich nicht. Ihm dafür schon umso mehr. Kratzer! Wow, wow, wow. Kratzer. So, komm schon, Sandan. Sand aus. Sand aus! Level 10, so. Sandwirbel. Boah, das ist die Attacke, die fehlt uns noch als TM. Würde ich mal so sagen. Quappo. Was kannst du? Duplex Sieb? Diese Mehrfachattacken. Ja, sind so nervig. Es dauert immer so lange, hier, vor allem Wickel und so. Austausch wäre auch noch cool mit Schnapper. Schnapper ist richtig übertrieben stark in dieser Edition. Ich glaube, sie trifft vielleicht ein bisschen seltener, aber sie ist voll stark. Aquaknarre sieht immer aus, als wenn die mir sowas ätzend ist. Oh, voll auf meinem Bildschirm rotzen da. Ich habe wohl doch nichts gesehen. Dann geh doch heim. So, nächster Encounter. Golbat! Kann man was mit dir anfangen? Level 7? Wiki!
wer das jetzt hier abzieht, wollte ich gerade sagen, dann wäre ich sehr enttäuscht von diesen Sandan aus. Golbert. Ich muss mir schon mal einen Spitznamen überlegen, falls es klappt. Falls es klappt, aber ich weiß schon, wie ich ihn, glaube ich, nenne. Naja, weiß ich noch nicht. Reicht ein Pokéball aus? Räubert sieht doch schon aus, als wenn man das nicht so einfach fangen kann. Ah, sag ich doch. Boah, Biss. Wow, wow, wow. Ich muss hier wechseln, bevor noch was schief geht hier. Los, Smoky Booty. Er hält auch immer den Arm so. So von wegen, ich schaff das. Ich ball die Faust für dich, Meister. Ach, komm schon. Boah, das ist sehr effektiv. Ich habe mich schon gefragt, welche Käferattacke es außer Dunadel hier gibt noch. Aber anscheinend gibt's noch Blutsauger. Habe ich ganz vergessen. Och, komm, Alter. Glotz nicht, sonst kotze ich. Ach, Mann. Mann. Komm schon, bleib drinne. Schmeiß den Ball in seinen Mund. Ich habe gleich keine Pokebälle mehr wegen dir. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Sternschauer, dann stirbt er direkt. Ich werf noch einen Ball. Komm schon, bleib drinne. Komm schon. Mann, das bleibt auch so, ne? Also. So, das wackelt denn kein Mal mehr, so als wenn das nicht geht. Sag ich doch. Das geht nicht. Machen wir Aussetzer. Vielleicht Biss blockieren. Blutsauger wird blockiert. Blutsauger ist blockiert. Mist. Schade, dass ich nichts habe, um ihn einzuschläfern oder so. So Hypnose-Style. Komm schon. Ach, Mann. Aber Biss ist mir schon zu krass irgendwie. Hätte ich doch nur Tackle parat. Meine Herren. Und zu Sand aus kann ich nicht wechseln. Und besiegen kann ich ihn auch nicht. Dann verschwende ich jetzt meine ganze Pokébälle und kaufe mir gleich neue. Okay, er hat keinen Zweck. Oh, der hat Kreideschrei, das ist gut. Verteidigung sinkt. Ja, der bleibt eh nicht drin. Was soll ich machen? Ich könnte meinen Sandan riskieren. Aber das ist mir riskant, zu riskant. Als wenn er nicht in dem Pokéball drin bleiben kann. Ich probiere es jetzt einmal. Ist nicht mehr blockiert. Biss. Und das war natürlich die falsche Wahl. Das macht keinen Sinn. Kratzer überlebt er nicht. Der überlebt nichts. Und ich überlebe dich auch nicht mehr, wenn das hier so weitergeht, Mann. Komm schon, Bissblock. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann nur noch die drei Bälle werfen und dann ist gut. Dann bleib halt nicht drinne. Es bleibt drinne. Oh mein Gott, wir haben Golbert. Ich weiß nicht, wie ich dich nenne. Du hast eine lange Zunge. Lange Zunge, wenn man nur auf den Sprite achtet, hat das schon was, wie das so aus seinem Mund kommt. Nur auf seine Zunge achtet, dann sieht das schon ein bisschen aus wie ein Penis. Mit viel Fantasie. Aber mit Mini-Eiern. okay, wir nennen dich. Wow, wir nennen dich. Wir nennen dich. Wir nennen dich. Warum hast du ein Sprite von einem Rizeros? ja, entweder Batman, aber das wäre voll Standard so, ne? Lederlappen? Lederlappen, ne? Lederlappen? Ne, Zunge, Lappen. Ist auch ein Lappen, ne? Zunge, Lecco Mio.
Schleckweg nennen wir dich. Wir nennen dich Schleckweg. Ich wusste früher nicht, wie man wegschreibt übrigens. Als Kind. Oh, es passt genau. Schleckweg, willkommen in unserem Team. Schleckweg. Deswegen, wegen Weg und Weg. Wo soll ich das wissen? Ich sollte auf Nummer sicher gehen. Und dieses... Nein. Neptun an erster Stelle tun. Pixie! Boah, das wäre ziemlich cool gewesen. Ich bin gesprintet. Es tut mir leid. Das sah aus, als hätte ich gecuttet. Auf Level 12 wäre auch noch ziemlich cool gewesen. Pixie Sprite ist cool. Man erkennt, das ist ein Pixie. Schade! Pixie hätte ich auch gern gehabt. Wobei, in der Edition ist es, glaube ich, überhaupt gar nicht so toll. Und warum baust du dir direkt ein Haus? Da passt du auch gar nicht rein. Aber Pixie wäre schon ziemlich cool gewesen. Das muss man mal sagen. Schleckweg. Ich hätte dir noch eine Zahl gegeben, so Schleckweg 2000 oder so, aber... Oder Schleckweg 0815. Was kann er eigentlich? Was ist los mit ihm? Was kann der bloß, der Junge? Der ist erst auf Level 7. Ach ja, Blutsauger, Kreideschreib ist. Wie konnte ich das vergessen? Wie kam ich darauf, dass der Tackle kann? So, was haben wir denn hier? Hier lag doch eine TM rum immer, oder? Donnerwelle oder so. Sag mal, TM33. Das klingt nach so Donnerblitz oder Flammenwurf oder sowas. Im Normalfall oder Feuersturm. Und was ist es hier? Klingensturm, eine Drecks-TM. Das ist aber toll. Wer kann's lernen? Smokemuri. Niemand braucht Klingensturm. Außer vielleicht ganz bärtige Männer. Bist du ein ganz bärtiger Mann? Nee, der ist fresh rasiert. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft, okay? Oh nein, ich hab Neptun an erster Stelle. Ich bin ein Trottel. Dodri! Wow, Dodri sieht richtig psycho aus, Alter. Level 17, wow. Full Trevor. Schnabel, Dodri. Kannst mir die Triplette schrubben. Der heult darum. Hört euch das an. Die Furie. Furienschlag. Warum heißt es eigentlich Furienschlag? Hätte auch einfach Furie heißen können. Aber Neptun ist auf Level 24, als wenn er nie was anderes getan hätte. Hallo Rich Kid, warum heißt du Rich Kid? Du hast viel Erfahrung. Hab ich das? Ich bin nur durch den Mondberg gekommen, hab einen Orden. Mal gucken, ob Schleckweg hier irgendwas reißen kann. Hier, Schleckweg, kümmere dich um ihn. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Ich meine, total erschöpft. Das war so anstrengend. Ich brauche eine Pizza. Macho Mai! Wow, was kannst du denn direkt am Anfang? Aber Sprite von hinten lässt ihn mickrig aussehen. Kann er mich mit einem Schlag besiegen? Wenn es eine normale Attacke ist, wahrscheinlich. Aber das lässt Smokebori nicht zu. Karate-Schlag! Das sieht auch. Diesen Sprite habe ich auch nie verstanden. Es sieht aus, als wenn er seinen Arm trägt. Irgendwie oder so, keine Ahnung. Ich meine, das ist halt ein unterer Arm und noch ein Arm da drüber so, aber für mich sah das immer aus, als wenn er seinen Arm trägt und dann dachte ich, was ist das? Geh weg, du stinkst. Du siehst aus wie zusammengewürfelte Kacke. Esenikokus, bitte. Aquana. Bist du etwa Bill? Volltreffer haben wir noch. Aquana ertappt. Der kam gerade aus dem Pokéball und wie so weg. Du hast schwer gekämpft. Schweren Herzens, ja.
Hallo, na mein Junge? Die Trainer dagegen kommen zum Üben hier, ja. Was üben? Singen üben, weil hier so viele Bäume sind und sie sich ungestört fühlen? Oder zum Knutschen üben? Hallo Rich Boy, der andere ist Rich Kid oder was war das? Lapras! Was kannst du denn? Ich habe Angst, damit Erfahrung zu machen, was du kannst. Mal überlegen. Aquaknarre? Kannst du Aquaknarre direkt am Anfang? Man kriegt dich doch auf Level 15. Du kannst, glaube ich, Aquaknarre. Du anmutiges Tier. Neptun, du bist dran. Wenn du Aquaknarre kannst, dann konter ich mit Neptun. Heule, hei doch. Boah, Kratzer klingt auch echt krass, ne? Kratzer, der Zerfetzer des Bösen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Jawohl. Das hier ist... Was ist mit Austausch? Was stand da mit Austausch? Spult mal zurück und fragt mal nach. guckt mal nach. Die Attacke ist nicht effektiv. Lapras sieht auch richtig gut aus. Haben sie auch richtig gut gemacht. Könnt ihr euch nicht so ein Baby-Pokémon von Lapras vorstellen? Ist vollkommen unnatürlich, dass so ein fettes Vieh aus dem Ei schlüpft. Oh, finde ich zumindest, ne? Muss man mal so gesagt haben. Schlag weg, erreicht Level 9. Den Smogon. Ah, dieses Smogon hat den Sprite verkehrt rum. Normalerweise hat er diesen Totenkopf auf seinem Bauch. Und hier hat er es auf seinem Kopf. Und sieht damit irgendwie schlau aus. Wie so ein Studierter. Er hat so Gift studiert. Großer Junge. Tackle ist so schnell, das kannst du gar nicht sehen. Attacke ging daneben. Smog. Smog trifft irgendwie nie, ne? Das ist immer so eine Attacke, keine Ahnung. Tackle Seifenblasen. Boah, mit so gesenktem Angriff. Wird man da leicht vergiftet? Ja, anscheinend schon. Vergiftung ist böse. Habe ich ein Gegengift? Das könnte ziemlich böse werden. Oh mein Gott. Daran habe ich nicht gedacht. Ich muss ja zum Pokémon Center kommen und wenn er an Vergiftung stirbt, ist er auch tot. Wie im richtigen Leben. Er wurde vergiftet und stirbt direkt. Gegengift, aber nicht mit uns. Und ich würde sagen, nächstes Mal geht's von hier an weiter. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel gelabert, aber ich werde jetzt sichern und sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.